Willkommen beim Old Captain Rex. Euer Old Captain Rex, der 1969 als Kind sagte, bedingt durch die Familie IBM Siemens Nixdorf, du möchtest einen Datenhighway. Auf diesem Datenhighway möchte ich einen Kiosk haben mit Zuhilfenahme von Maschinen. Ja, das war 1969. Was dabei herausgekommen ist, ist klar. Bis 1995 war das nicht so klar bei einigen. Nach der CeBIT war das doch einigen klar. Nach 1999, das Internet, das WWW und so weiter und so fort. Und heute, 2017, und da sind wir auch schon bei dieser Folge. Euer Captain Rex deckt ja auf und euer Rex ist ja auch unterwegs und euer Captain Rex ist ja für euch da. Die Sendung sollte an sich anders sein, es sollte eine ganz andere Sendung, aber da wir jetzt in einer krawilligen Zeit sind, wir wissen gar nicht, ob Korea mit Amerika, Amerika mit Korea in Ruhe. Das heißt also, es könnte sein, mach lieber heute einen Videoclip, morgen weißt du nicht, ob dieser Videoclip jemals wieder gesendet werden könnte, gesehen werden könnte, weil Telekom zum Beispiel auch so einen Schwachsinn macht. Ich mache ihn mal wieder aus, mein Captain Rex hier. Die Telekom verärgert die Kunden und 1&1 auch. Ich habe gerade wieder versucht, jemanden zu erreichen, gar nichts. Seit dem 18.09.2017 macht die Telekom reihum richtig fiesen Pipi. Ja, ehrlich, machen richtig Ärger. Ich krieg's ja jeden Tag mit von den Kunden. Ja, die Kunden sind so stark verärgert, dass sie ja auch ihre Lokalzeit anrufen, ihre Lokalzeit, ihre Sachen übermitteln, weil die Bürger hier stinkesauer sind. Gut, die Lokalzeit will hoffen, dass sie vorbeikommen. Ich will hoffen, dass die Lokalzeit WDR Zeit hat, irgendwelche Berichte drüber zu machen. Bei einem Vollprofi, ich bedanke mich auf diesem Weg, werden die natürlich nicht vorbeikommen. Das ist klar. Aber ich bedanke mich total und recht herzlich. Euer Captain Rex bedankt sich bei allen, wirklich bei allen, die der Meinung waren, dass das hier bei dem Lokalsender in Essen mal ausgestrahlt werden sollte. Glaube ich nicht, dass das geschieht. Ist auch nicht schlimm. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass Leute der Meinung waren, und es waren verdammt viele, dass diesbezüglich das mal sein sollte. So, ich hätte ja auch gesagt, 83% haben normal gewählt und 13%, da regt sich jeder drüber auf. Statt dass die 83%igen sich mal bemühen, zum Beispiel auf den Weg zu bringen, dass die Telekom funktioniert, dass 1&1 funktioniert. Warum mache ich die Sendung als Captain Rex? Ganz einfach, um klarzustellen, dass wir an sich in der digitalen Welt, an sich auch CIS und auch Rebellen und auch die Jedi diesbezüglich mal eine Sendung machen sollten, auch eine Partei gründen. Das war eine tolle Idee. Ihr habt Ideen drauf, eine Jedi-Partei gründen. Das wäre auch mal was. Alles mit Laserschwerter im Bundestag. Ich meine, wenn der Bundestag zu einem Kasper-Theater wird, und ich vermute, da wird einer, zuerst waren die Piraten drin, ja, und die Partei, das waren halt Kokolores-Dinger, und die haben halt abgegraben, die haben Geld verdient, denn der Bundestag kostet 1 Milliarde im Jahr bei den ganzen Leuten. 2013 hat der Bundestag 683 Millionen gekostet. Wir sollten uns wirklich fragen, was geht da ab? Ist das eine riesen Show geworden? Braucht man das alles gar nicht mehr, den Bundestag? Braucht man das alles gar nicht mehr, weil funktioniert ja eh alles auf eine Art. Denn wir wollen ja online werden, dank der FDP soll ja eine Digitalisierung vonstatten kommen. Ich bin jetzt schon in Industrie 4.0, ich komme aus dem Hause Industrie 3.0 Computer. Wie gesagt, 1969, IBM, Nixdorf, Siemens, Siemens, Nixdorf, IBM, IG und Video Leistung Gruppe und so weiter. So, die Industrie 1 bis 2. Die gibt es ja nicht mehr so verbreitet. Und die Industrie 3 und 4, besonders 4, ist ja jetzt am Kommen mit dem Netz. So, in einem Netz sind aber auch sehr viele Spinnen und die sind gefährlich, weil, merkt man ja, wenn Telekom nicht funktioniert, sieht man und hört man nichts. Wenn 1&1 nicht funktioniert, sieht man und hört man nichts. Das heißt also, man müsste an sich eine ganz neue Gesellschaft, also ich müsste Frau Merkel mal in sich gehen und sagen, stopp mal, der Bürger braucht freie Wohnung, ja, das Recht auf Wohnen, dass er da wohnen darf, wo er, ne, also ein Recht auf Wohnen, dass die Mieten angeglichen, dass die Mieten, dass da geholfen wird,
eine einheitliche Rente etc. Man könnte alles. Es würde auch alles funktionieren, wenn die Politiker es wollten. Vielleicht kommt ja mal so eine Jedi-Fraktion, vielleicht kommt ja mal so eine Jedi-Politik und dann könnte man sagen, hey Leute, ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir und ich sage euch, wie es funktioniert. Man setzt sich hin und sagt, Leute, so funktioniert das. Die Macht funktioniert so. Und wenn man dann die Renten richtig macht, dass die Bürger alle Arbeit haben, denn Arbeitslosigkeit gibt es nicht. Das hier ist auch Arbeit, das zu machen, aber ich werde dafür nicht bezahlt. Aber ich habe diese Arbeit gemacht, also bin ich nicht arbeitslos. Ja? Ich kann nur mich damit nicht finanzieren, ich bekomme ihn nicht. Ich bin kein YouTuber der Sonderklasse wie die anderen. Also in der heutigen Zeit wird ja nur gelogen. Belogen und betrogen. Wie? Bis zur Unendlichkeit. Meiner einer als euer Captain Rest kennt ihr ja, der ist gut, sehr gut. Feier, ist ja auch ein Clone Trooper. Ja? Ein alter Clone Trooper, der jetzt alt wird und irgendwann verschwindet. Im Datenhighway. 1969, wie ich im Datenhighway ganz alleine war und dann Tron mir angesehen, kam ich mir also schon vor wie Tron, dass ich in diesem Datenhighway da rumdümpel. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Diesen Bit und das war eine tolle Geschichte. Und wie dann die Matrix kam, ja, man ist vielleicht in einer imaginären Welt und wenn dann der Stecker gezogen wird, dann fällt es auf, wie doch alles ist. Waren zwei tolle Filme, die für mich wichtig waren, um festzustellen und so weiter. Und Star Wars 79, die Arbeit, 30 Jahre bei Star Wars, hat auch tierisch viel Spaß gemacht in der PR-Abteilung. Deutscher PR. Ne? So, dann wie gesagt kam AOL. Mit AOL konnte man auch vieles machen. Da kam Undo.de, Community, Kiwigo, Dailymotion. Es kam sehr viel. Es hat nach der CeBIT 1995 richtig Spaß gemacht, in der Welt des Computers zu sein. 1969, wie alles angefangen, nur mit IBM. Da war natürlich nicht viel los, grünen Monitor, ein bisschen Schrift da. War also nicht so die ganze Zeit. Aber die Pixel-Fete hat unheimlich Spaß gemacht, ab 1979. Die ganzen Spielgeräte, Virtual Kingsoft, wie die alle geheißen haben, Sony kam nachher und Sega, Nintendo. Und wenn Nintendo nicht so ein Blödsinn gemacht hätte, hätte es gar keinen Sony gegeben. Die Firma Sega war verdammt gut unterwegs, die gibt es leider auch nicht mehr. Das Sega-Haus in London Richtung Piccadilly war spitze, hat richtig tierisch viel Spaß gemacht. Ja, sowas gibt es alles gar nicht mehr. Und ihr seid der Meinung, dass ihr alles habt, dass eure Welt wunderschön ist. Eure Welt ist überhaupt nicht wunderschön, eure Welt ist super kalt. Das Wort gerichtet an alle, die 89 geboren aufwärts. Und alle, die ab 49 bis 79 geboren und zufälligerweise so ein Video hier sehen, euer AWR Movie Video- und Fotoproduktion, die wissen vielleicht, wovon ich spreche. Ich hatte heute so viel Spaß. Ich hatte heute einen Programmierer da. Wir konnten endlich fachsimpeln. Wir hatten Spaß. Dann, wie gesagt, die der Meinung waren, dass meiner einer da mal in der Lokalpresse auftauchen sollte, was nicht geschehen wird, dann haben wir halt noch philosophiert mit Herrn Lindner von der FDP, weil er diese Digitalisierung nach vorne bringen will. Ich meine, da wird man auch nichts hören. Also meine lieben Freunde, eure Tante Emma hier, dieser Style hier ist so eine Art Tante Emma. Früher war das so. Früher waren das so gemütliche kleine Läden, wo man reingehen konnte. Und das ist meine Idee seit 2013. So, dass die elektronische Tante immer noch dazukommt, ist klar, geht gar nicht anders. Von irgendwann muss ich ja leben. Und ich freue mich wirklich, die Leute, die Lust und Laune haben, mitzumachen, die Lust und Laune haben, jo, analog muss bleiben. Analog und digital muss bleiben. Wir müssen eine Symbiose. Eine Symbiose brauchen wir. Wir brauchen analog, digital zusammen. Nicht nur digital und wir lösen uns von analog. Digital ist eine Kunstform. Wir Menschen bleiben vorerst mal analog. Ja? Und die Jugend kann man ja schnell begeistern, ab 89 aufwärts. Ja? Aber wir von 49 bis 79 Geborenen kann man nicht so schnell begeistern, so dummlich sind die nicht. Und noch einmal, 83% sind ja immer noch in Ordnung. Ja? Mich interessieren 13% nicht. Mich interessieren 83% und darin interessieren mich die 10%. Der Magenta, Schrägstrich Gelben, Herrn Lindner, das interessiert mich als Unternehmer. Freizeitlich, als Bürger interessiert mich gar nichts.
freizeitlich, als Bürger möchte ich frei sein, analog sein. Ich will die Kurve kratzen, ich will lustige Sachen sehen. Das ist Freizeit etc. pp. Frei sein. Frei sein, tun und lassen dürfen, ohne einen anderen irgendwie zu stören. Das macht Spaß. Ich will nicht zurück in die Steinzeit. Ich will nicht zurück. Absolut nicht. Ich möchte auch nichts anderes. Ja? Ich will auch keine Religions, nichts. Ich will keine Religion, gar nichts. Interessiert mich alles nicht. Für mich ist wichtig, dass der Mensch analog wieder Mensch wird, analog. Dass er drüber nachsinnt. Aber dass er drüber nachsinnt und sagt, stopp mal, wir brauchen analoge Geschäfte plus digital. Das muss eine Symbiose werden. Die ganzen Partner, Google, Facebook und Amazon, schön und gut, oder Sony Entertainment, ist zwar alles schön und gut, die kosten aber horrendes Geld. Und ab einem gewissen Alter kann man da nichts mehr gewinnen. Ja? Das ist eben so. Und wenn ich so Schauspieler sehe wie Til Schweiger, der unbedingt in die Presse will, damals mit der SPD, wie er die nach vorne bringen wollte, 2015, dann, wie gesagt, er haut ab, wenn die AfD gewählt wird. Und jetzt hat er angeblich zum ersten Mal in seinem Leben die FDP gewählt. Solche Schaumeinheiten, die brauchen wir nicht, absolut nicht. Aber die Welt braucht schätzungsweise solche Schaumeinheiten, die da sich vor der Kamera hinsetzen als Schauspieler, als Regisseure, Leute, die Geld verdienen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen, dass wir unsere Ideen gar nicht anbringen können, weil wir die Lobby gar nicht dafür haben. Solche haben die Lobby, ja? Wisst ihr überhaupt, wie viel Gelder der Til Schweiger schon versemmelt hat? Ja, ich würde mal drüber nachdenken, ja? So, jetzt kommt Bulli um die Ecke da mit seinen alten Klamotten da. Jetzt hat er Lunte gerochen. Jetzt wird er auch plötzlich zum YouTuber, der Bulli Herbig. Wir müssen zusehen, dass wir Arbeit schaffen. Wir müssen zusehen, dass wir eine analoge, digitale Symbiose hinbekommen. Und es wird richtig Zeit, dass wir alle zusammenfinden, einen neuen Weg von Arbeit, Industrie 4.0, konzipieren, auf den Weg bringen und zusammenbringen. Vor allen Dingen, dass jeder davon Nutzen hat. Blade jeder Mensch muss davon Nutzen wirklich in so einer Welt von Blade Runner leben. Denn die anderen Star Wars Märchen werden nicht wahr. Star Wars Märchen werden nicht wahr. Keiner will mit irgendwelchen Schwertern durch die Gegend rennen. Eher wird 2049 wahr. Matrix wird auch nicht wahr. Aber Tron könnte wahr werden. Nicht so, sondern das waren ja an sich Filme zum Nachdenken, wie an sich ein Computer funktioniert. Aber die anderen Szenarien, die anderen Filme da, wo nichts mehr geht, wo man da rumredet, wollt ihr das? Wollt ihr so eine mögliche Zukunft haben? Denkt bitte drüber nach. Das ist jetzt die Adresse an die 98 aufwärts Geborenen. Die ab 49 aufwärts geboren bis 79 wissen, worüber ich spreche. Oder die sehen sowas erst gar nicht, weil die mit dem Computer gar nicht klarkommen. Ist halt so. Hier diese elektronische und die analoge Tante Emma, wo wirklich jedem geholfen wird. Ja? Auch bei der neuen Freischaltung der Telefon, ja, wenn man Telefon vor der Kamera halten, Ausweis halten und was weiß ich nicht alles halten, das ist schon eine tolle Geschichte, die ganze Sache. Und da muss man sich wirklich schon fragen, wo leben wir eigentlich, ja? In der totalen Überwachung habe ich nichts gegen, überwacht mich, schaut mir zu, finde ich super, brauche ich nicht so viel erklären, weil ich ein freier Mensch bin. Bin gut bis sehr gut, Ende. Ich bin euer Stormtrooper, ich bin euer Old Captain Rex hier, das Wort Betonung, old, ich bin alt. So, aber es macht mir als Alter viel, viel Spaß und ich werde warten, bis die Jugend, die jetzt 89 geboren, aufwärts ins Alter rollen und ich in den letzten Minuten meines Lebens und meiner Idee, Internet, heißt es ja heute, 69 hieß ja die Zuhilfenahme von Maschinen in einen sogenannten Datenhighway und dann ein Kiosk. Ja, das war meine Idee. So, und dann werde ich, wenn ich Glück habe, irgendeinem sagen, du, was du mir da erzählst, das hatte ich schon 1969 und ich komme aus dem Haus Siemens, IBM, Nixdorf. Alles, was ich dann sagen werde, wenn ich 85 werde, weiß ich ja nicht, gucken die mich alle an, wovon sprichst du, alter Mann? Ja, wovon sprichst du, alter Mann? Ich habe mir so viele Science-Fiction-Filme angesehen. Wir sind Deutschland, ja? Wir sind Ufa, wir sind Bavaria. Wir haben Orion, wir haben Edgar Wallace, ach, all solche Sachen, ja. Wir hatten so tolle Schauspieler, wir hatten so tolle Theater.
Wir hatten ein so tolles, neues, frisches. Und jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die Telekom, die uns einfach digital, ne, auf den, dann haben wir 1&1, die auch digital, aber nichts auf die Reihe bringen. Ja, aus einer AG wurde eine Deutsch GmbH und so weiter, das sagt auch schon alles. Und 1&1, brauche ich nichts zu sagen. Wir werden, also wie gesagt, durch solche Firmen ausgebremst. Wir bräuchten an sich viel bessere Firmen. Deutschland müsste an sich ein Social Netzwerk haben, ein soziales Netzwerk. Ja? Deutschland müsste an sich alles selbst, Deutschland müsste hier ein zweites Silicon Valley aufbauen. Deutschland ist es auch, Deutschland hat an sich nur Dichter und Denker. Ja? Deutschland hat nichts mehr. Und die altbackenen Politiker, die noch von Eisen und Kohle reden, beides gibt es doch hier alle gar nicht mehr. Meine lieben Freunde, hört auf mit der eurer Öko-Kacke da. Ja? Öko und so weiter. Von der Pflanze, eine Pflanze hat auch Rechte, ja. Dann müsste dem nächsten Baum Rechte bekommen. Der Grashalm müsste Rechte bekommen. Die Wiese müsste Rechte bekommen. Ey Leute, übertreibt es doch bitte nicht, ja. Denkt mal dran. The first step auf dem Boden der Erde und nicht am Mond, ja. Am Mond, der erste Schritt des Menschen auf dem Mond. So, der erste Schritt hier auf dem Planeten Erde, im Zeitalter des Digitalen. Darüber will ich mal drüber nachdenken. Da will ich auch mal einen Weg für finden, dass wir alle Arbeit haben, so oder so, und davon leben können. Das ist wichtig, nicht schwätzen, sondern tun. Aber das könnt ihr nicht, das wollt ihr nicht, weil ihr überhaupt keinen Plan habt. Das ist die Adresse an die Politiker. Ne? Ist egal, welche Fakultät. So einfach ist das. Wir vom Jedi-Orden, das wäre toll, würden dann richtig durchgreifen. Ne? Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Ich fand den Tag heute super. Deswegen habe ich auch diesen Videoclip mal gemacht. Ich hoffe, das ist eine Zeitaufnahme eines Tages, der einfach nur super war. So, jetzt gehe ich nach Hause, setze mich da hin, mache mal Essen und dann gucke ich Rosenheim-Cops. Das ist das Einzige, was ich auf diesem komischen Kanal da ZDF sehe. ZDF ist wieder so gruselig. Nee, sehe ich mir nicht an. Nee, macht keinen Spaß. Im ZDF macht überhaupt keinen Spaß. Im Zweiten sieht man besser auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee, also, und euer Onkel Rex hat jetzt die Schnauze voll. Macht's gut, Leute.